Alle reden über Klimawandel. Aber wie sollen das gehen, die EU klimaneutral bis 2050? Nur noch erneuerbare Energie, 100%. Wie wollen wir das denn schaffen? Und aus welchen Quellen sollen eigentlich die Energien kommen? Sonne, Wind, Biomasse? Und wenn wir dann diese Energiequellen nutzen, wie können wir die Energie speichern und wie können wir sie verteilen in einem intelligenten Stromnetz? Das sind die Fragen, die hier erforscht werden. Ich stehe jetzt gerade auf dem Campus Nord des KIT im Energy Lab 2.0. Und das hier ist die Sensikalle, da nehme ich sie jetzt mal mit rein. Das hier ist nämlich ein einzigartiges Reallabor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier erforschen, wie die Energiewende in Deutschland erfolgreich gelingen kann. Naja, und dafür untersuchen sie, welche Energien wir eigentlich zukünftig gewinnen können. Also aus welchen Quellen diese Energie stammt und wie diese Energie gespeichert werden kann, wie sie verteilt werden kann. Und genau das wird hier richtig praxisnah erprobt. Und wenn Sie jetzt mal darüber schauen, hier in diese große Halle, da werden die Netze simuliert. Da treffen virtuelle und reale Welt aufeinander. Und diese grauen Kästen da hinten, das sind Leistungsverstärker. Also die simulieren beispielsweise eine Windkraftanlage mit 1 Megawatt Leistung. Übrigens nicht nur die Forschung ist hier absolute Spitzenklasse, auch die Architektur. Dieser Bau ist im letzten Jahr mit der Hugo-Hering-Auszeichnung geehrt worden für vorbildliches Bauen. Gebaut wurde das alles hier von den Stuttgarter Benisch-Architekten. Und wir finden, das ist die perfekte Location für die erste virtuelle Jahresfeier des KIT. Und deswegen nehme ich Sie jetzt mal hier mit hinein in die Leitwarte. Und in der Leitwarte, da wartet auf mich schon der Präsident des KIT, Holger Hanselka. Ja, und damit begrüßen wir Sie ganz herzlich zur ersten digitalen Jahresfeier des KIT. Und ich bin Nicole Krieger, ich bin Ihre Moderatorin und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier durchs Programm begleiten darf. Ja, freue mich sehr, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Politik und aus der Gesellschaft, aus dem KIT, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, muss ich heute sagen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer traditionellen Jahresfeier, in diesem Jahr überhaupt nicht traditionell. Sie ist rein digital, für uns alle spannend und eine Herausforderung. Ich freue mich riesig drauf und schön, dass Sie alle dabei sind. Tja, und wenn jemand virtuell digital feiern kann, dann ja wohl das KIT. Die letzten 2 Jahre, die sind irgendwie, also nach meinem Gefühl, wie im Flug vergangen. Und in diesen letzten 2 Jahren ist ziemlich viel passiert am KIT. Sie waren sehr erfolgreich, 2 Riesenschritte wurden gemacht. Der erste Schritt, Sie haben die Exzellenz zurückgewonnen. Ja. Wie geht's Ihnen damit, Herr Professor Hanselka? Es geht mir damit blendend. Ich erinnere mich an die letzte Jahresfeier, die stattgefunden hat, vor 2 Jahren. Da habe ich begrüßt. Unsere Begutachtung war frisch vorbei gewesen, aber das Ergebnis stand noch nicht fest. Und ich habe gedacht, wenn ich das nächste Mal hier auf der Bühne stehe, dann kann ich hoffentlich verkünden, wir sind wieder Exzellenz. Das ist eine ganz großartige Leistung des gesamten KITs. Alle haben zusammengewirkt. Es war auch für mich eine ganz besondere Lebenserfahrung. Ich erinnere mich noch an den 8. März, als wir in dem großen Tuller-Hörsaal saßen mit den Gutachtern zusammen. Es war eine Stimmung in diesem Raum. Man hat die Stecknadel fallen hören und alle waren angespannt. Und am Ende, als wir im Juli das Ergebnis gekommen haben, war die Feierlaune riesengroß. Und wie haben Sie das geschafft? Was hat dazu geführt, dass Sie die Exzellenz zurückgewonnen haben? Also wir haben die Exzellenz zurückgewonnen, das KIT. Und ich muss sagen, es ist eine Teamleistung gewesen. Es haben alle ganz intensiv zusammengearbeitet. Wir haben einen tollen Strategieplan gehabt, an dem wir uns orientiert haben. Wir haben eine Strategie gehabt, die wir nicht für die Exzellenz geschrieben haben, sondern für uns. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Und letztendlich muss man sagen, wenn man sich in solche Wettbewerbe hineingibt, das ist wie beim Sport. Man muss sich anstrengen, aber ohne ein Quäntchen Glück geht da gar nichts. Und wir hatten das Quäntchen Glück. Der zweite große Schritt, den Sie geschafft haben, ist das neue 2. KIT-Weiterentwicklungsgesetz. Fürs KIT ist das eine richtig große Sache. Für Nicht-Eingeweihte, so wie mich, klingt das irgendwie so ein bisschen sperrig. Warum ist das so wichtig fürs KIT? Ja, Sie haben recht. Das klingt jetzt juristisch total
dröge. Für uns bedeutet das, vor 10 Jahren ist das KIT gegründet worden, inzwischen sind es 11 Jahre her. Es war damals die größte, sozusagen mutige Tat, auch meiner Vorgänger, was ich ganz bewusst nochmal betonen möchte, im deutschen Wissenschaftssystem eine Landes- und eine Bundeseinrichtung zusammenzubringen. Aber die Bedingungen damals waren so, dass man sehr genau darauf geachtet hat, dass das eine und das andere bleibt. Und somit waren wir über die ganzen Jahre bis zum heutigen Tag 2 Einrichtungen in einer, mit 2 Rechtsregimen, mit 2 Geldströmen, mit 2 Finanzkörpern, alles mal 2. Was man zusammengeführt hat, ist die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Ideen. Und dieses neue Gesetz erlaubt es uns jetzt, wirklich ein KIT zu sein mit 2 Aufgaben, nicht mehr 2 Bereiche. Wir werden keinen Großforschungsbereich mehr haben und keinen Universitätsbereich mehr haben. Wir haben eine Großforschungsaufgabe und eine Universitätsaufgabe in der Forschungsuniversität der Helmholtz-Gemeinschaft. Und das Größte, das möchte ich hier betonen, ist, wir sind die Einzigen in Deutschland, wir haben mit diesem Gesetz ein neues Statusamt für uns bekommen, das Statusamt des Universitätsprofessors, Universitätsprofessorin am KIT und unterscheiden nicht mehr, wer ist berufen in den Großforschungsbereich, wer in die Universität. Und das wird uns am internationalen Markt sehr, sehr, sehr attraktiv machen. Also dann kann noch besser und noch mehr geforscht werden. Das ist der Plan. Deshalb sind wir hier. Genau. So, wir wollen heute feiern hier mit Ihnen. Wir wollen zum einen mal zurückschauen auf die vergangenen 2 Jahre und wir wollen mit Ihnen die Highlights feiern. Aber wir wollen auch nach vorne schauen zu neuen Themen, zum Beispiel der Bioökonomie. Wir haben spannende Gäste eingeladen, mit denen ich später mal darüber diskutieren werde, was die Bioökonomie eigentlich zur Klimarettung tun kann. Naja, und dann werden wir noch zusammen ein kleines Experiment machen. Mehr verrate ich an der Stelle noch nicht. Vielen Dank, Herr Professor Hanselker, wir sprechen uns später wieder. Ich freue mich drauf. Ja, 2 Jahre ist richtig viel passiert. In 2 Jahren ist auch der Aufsichtsratsvorsitz des KIT neu besetzt worden. Im November 2019 ist der Staffelstab übergeben worden von Professorin Renate Schubert an Professor Michael Kaschke. Wer ihn nicht kennt, Professor Kaschke ist promovierter Physiker. Er ist Mitglied im Deutschen Wissenschaftsrat und er war jahrelang Vorstandsvorsitzender der Zeiss-Gruppe. Für ihn gehören Wissenschaft und Wirtschaft absolut zusammen. Und das kann man gerade hier am Campus Nord vom KIT sehr gut sehen, denn hier befindet sich das Zeiss Innovation Hub. Und hinter mir, da sehen Sie jetzt auch ein Bild davon, da sind nämlich ganz viele Start-ups untergebracht. Ja, und diese Kooperation zwischen KIT und Zeiss, das war noch ein Verdienst von Herrn Professor Kaschke als Zeiss-Chef. Jetzt ist er Aufsichtsratsvorsitzender beim KIT. Hier ist sein Grußwort, Professor Kaschke. Sehr geehrte Gäste, lieber Herr Präsident, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des KIT. Ich hätte Sie heute alle sehr gern hier auf dem Campus begrüßt zu unserer Jahresfeier 2021. Aber leider, wegen der Pandemie, müssen wir auch diese Jahresfeier digital veranstalten. Ich grüße Sie dennoch ganz, ganz herzlich. Und ich denke, wir haben gute Gründe, heute zu feiern, stolz zu sein auf die Entwicklung des KIT. Gerade die Pandemie zeigt doch, wie wichtig für unsere Gesellschaft Forschung, Bildung und Innovation sind. Und genau das sind die 3 Kernbereiche unserer Tätigkeit am KIT. Sie prägen unser tägliches Arbeiten. Es sind aber letztendlich auch die 3 Treiber für die Zukunft unserer Gesellschaft. Wer glaubt, Klimawandel, Mobilitätswende, Digital- oder Gesundheitswende, welche Wende auch immer, nur politisch hinzubekommen, ohne massive Investitionen und Anstrengungen in Forschung, Bildung und Innovation, der irrt gewaltig. Und deshalb trägt das KIT, tragen Sie alle, ob Sie am KIT studieren, arbeiten oder auf irgendeine andere Art und Weise mit dem KIT verbunden sind, große Verantwortung. Sie alle tragen Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber Sie partizipieren auch an etwas ganz Besonderem. Das KIT wird Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft genannt. Lassen Sie mich sagen, was ich hinter diesem zugegebenermaßen etwas sperrigen Begriff verstehe. Dazu muss ich etwas in die Geschichte gehen. Der Startschuss für das KIT fiel im Jahre 2006 mit der Exzellenzinitiative. Ich war damals Mitglied im Gründungsbeirat und die Idee war, Universitätsforschung und Lehre mit den Möglichkeiten der außeruniversitären Großforschung zu verbinden.
Die dadurch entstehenden Synergien lagen auf der Hand. Die KIT-Idee war geboren. Und das hat mich von Anfang an fasziniert. Etwas ganz Neues im deutschen Wissenschaftssystem. So wurde dann auch 2009 das KIT gegründet, genau mit diesem Ziel. Und heute, 2021, ist vieles erreicht. Manches noch nicht. Und wie bei der Entwicklung vom Jugendlichen zum Erwachsenen gibt es Höhen und Tiefen. Und gerade deswegen ist auch die Verabschiedung des zweiten KIT-Weiterentwicklungsgesetzes ein so wichtiger Meilenstein für das KIT. Nun endlich wird aus dem Universitätsbereich und dem Großforschungsbereich eine einheitliche Wissenschaftsinstitution mit einem einheitlichen Personalkörper in einem einheitlichen Rechtsrahmen. Mit zwei gleichberechtigten Aufgaben, der universitären Forschung und Lehre und der programmorientierten Großforschung. All das kann jetzt stattfinden in einem klar geregelten Rahmen, in einem einheitlichen Rechtsrahmen, auch Arbeitsrechtsrahmen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wege des KIT, auch aus dem Grund, dass sich das KIT nicht nur innerhalb von Deutschland an der Spitze positioniert, sondern im internationalen Wissenschaftssystem eine führende Rolle einnimmt. Und vor allen Dingen für exzellente Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Studierende international ein echter Anziehungspunkt wird. Das KIT gehört aus meiner Sicht in die Top-Liga der weltbesten Wissenschaftseinrichtungen. Das sind wir noch nicht. Mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sollte es, ja muss es möglich sein, das KIT in die Top 25 der weltbesten naturwissenschaftlich-technischen Wissenschaftsinstitutionen nachhaltig zu positionieren. Daran mitzuwirken und das Präsidium, alle KITler dabei zu unterstützen, ist für mich in meiner Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender eine große Motivation. Ganz besonders liegen mir dabei am Herzen die Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses, die Steigerung von Transferleistungen aus dem KIT, aber vor allen Dingen auch die Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit des KIT in der ganzen Welt. All das wird nur gelingen, wenn alle KITler an einem Strang ziehen und hinter diesen Zielen stehen. Dann können wir es, dann werden wir es schaffen. Liebe Gäste der Jahresfeier, das KIT hat bereits Geschichte geschrieben und es kann und es wird noch weiter Geschichte schreiben. Und viele unter Ihnen, die heute hier zugeschaltet sind, werden in dieser Geschichtsschreibung als aktive Akteure vorkommen. Bleiben Sie dran, seien Sie weiter so engagiert wie bisher, dann können wir unsere Ziele erreichen. Für Ihr Engagement möchte ich mich heute auch ganz herzlich bedanken. Nun aber wünsche ich uns allen eine schöne digitale Jahresfeier. Ja, die letzten zwei Jahre waren für das KIT sehr erfolgreich. Unzählige Forschungsprojekte sind an den Start gegangen, aber genauso viele sind auch zu Ende gegangen. Wenn wir heute zurückblicken, können wir Ihnen natürlich gar nicht alles zeigen. Das geht ja auch gar nicht bei einer Einrichtung, in der rund 10.000 Menschen arbeiten, an die 400 Professorinnen und Professoren. Aber was Sie sehen werden, ist eine unglaubliche Bandbreite an Forschung. Und was Sie spüren werden, ist ein Forschungsgeist, der ganz besonders ist, der hier am KIT weht. Professor Hanselka zeigt Ihnen nun mit seinem Rückblick seine Highlights. Film ab. Seit der letzten Jahresfeier ist viel passiert. Es war eine bewegte Zeit, aber bevor es um die besonders bewegten Momente gehen soll, möchte ich zunächst einmal feststellen, es war außerdem eine besonders erfolgreiche Zeit für das KIT. Ich denke da an große Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis für Herrn Professor Wernsdorfer oder an 4 Grants des Europäischen Forschungsrates, des ERC, die an unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegangen sind, oder an die Zuse-Medaille für Frau Professorin Dorothea Wagner. Es war das erste Mal, dass diese Auszeichnung an eine Frau ging. Das absolute Highlight war aber der Erfolg in der Exzellenzstrategie. Das KIT ist wieder Exzellenzuniversität. Möglich wurde dies durch die herausragende Arbeit vieler, vieler Menschen hier am KIT. Das war wirklich eine enorme Teamleistung. Wesentliche Elemente unseres erfolgreichen Antrags unter dem Leitmotiv Living the Change sind das Stärken der Spitzenforschung,
aber auch der Wissenstransfer und der intensive Austausch mit der Gesellschaft. Außerdem schaffen wir für unsere jungen Forscherinnen und Forscher Verlässlichkeit für die akademische Laufbahn und gehen dafür völlig neue Wege. So werden wir am KIT in den nächsten 10 Jahren 100 Professuren einrichten, davon 60 Juniorprofessuren. Damit wollen wir einen Kulturwandel herbeiführen. Fast die Hälfte unserer Berufungen des vergangenen Jahres 2020 konnten wir mit Frauen besetzen. Das ist ein entscheidender Baustein für den von uns angestrebten Kulturwandel. Der Wettbewerb hat uns auch 2 Exzellenzcluster gebracht. Gemeinsam mit der Universität in Heidelberg forschen wir im Cluster 3D Metamate to Order. Und ich finde es absolut faszinierend, auch selber aus der Materialwissenschaft herkommend, dass es dem Team gelingt, komplexe Strukturen im Nanobereich herzustellen. Das ist eine extrem nützliche Technologie, mit der sich fast jede denkbare dreidimensional gedruckte Struktur produzieren lässt. Von einem hybriden optischen Chip bis hin zu Biogerüsten für Zellgewebe in der Medizin. Nicht weniger spannend ist die Arbeit unseres anderen Exzellenzclusters, POLYS. Dort forschen wir an künftigen Batterien, die leistungsfähiger, zuverlässiger, nachhaltiger und umweltfreundlicher sind als die derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien. Diese Grundlagenforschung müssen wir leisten, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. In POLYS kooperieren wir mit der Universität Ulm und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Mit diesen Partnern arbeiten wir übrigens schon über viele Jahre hervorragend zusammen. Gemeinsam hatten wir die Plattform Celeste auf den Weg gebracht, eine der größten Aktivitäten in Sachen Batterieforschung weltweit. Natürlich haben wir auch die Helmholtz-Forschung weiterentwickelt und uns für die 4. Phase der programmorientierten Förderung gut aufgestellt. Die bisherigen erfolgreichen wissenschaftlichen und strategischen Bewertungen bedeuten für viele Großprojekte und Forschungsvorhaben finanzielle und auch inhaltliche Sicherheit für die nächsten Jahre. Auch auf der europäischen Ebene gab es einen ganz besonderen Erfolg. Gemeinsam mit 7 weiteren europäischen Hochschulen haben wir den Verbund EPICUR auf den Weg gebracht, den die Europäische Kommission als europäische Universität ausgewählt hat. In EPICUR wird Mehrsprachigkeit, Inklusion und Begegnung gefördert und ein europäischer Studienabschluss ermöglicht. Ich möchte mit Ihnen auch auf die großen Forschungsthemen, auf die Arbeit unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zurückblicken. So haben uns etwa künstliche Intelligenz, Robotik und IT beschäftigt, um die es ja auch im Wissenschaftsjahr 2019 ging. Zudem gab es spannende Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit sowie Bioökonomie, die im Fokus des laufenden Wissenschaftsjahres steht. Beginnen will ich aber mit einem Thema, das uns, wie überall auf der Welt, auch am KIT ganz besonders beschäftigt hat, nämlich die Corona-Pandemie. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Studierenden stand und steht für uns an allererster Stelle. Trotz aller mit der Pandemie verbundenen enormen Herausforderungen wie auch Einschränkungen kann ich sagen, das Studieren, das Forschen und das Arbeiten am KIT funktioniert auch in der Pandemie. Auch wenn uns natürlich allen die persönlichen Kontakte sehr fehlen. Möglich war das nur durch das enorm große Engagement und der Solidarität aller, die zum KIT gehören, seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seiner Studierenden und ganz besonders erwähnen möchte ich die Lehrenden, die in kürzester Zeit auf digitale Lehre umgestellt haben. Dabei haben wir die vergangenen Monate auch für einen eindrucksvollen Digitalisierungsschub nutzen können, auch, aber eben nicht nur in der Lehre. Das KIT hat mit Forschung und Innovationsarbeit dazu beigetragen, die Pandemie und ihre Auswirkungen besser zu verstehen und arbeitet an Lösungen für den Umgang mit der Pandemie. Sehen Sie selbst. Zu Beginn der Corona-Pandemie war es schwierig, die lokalen Fallzahlen zu verfolgen. Bereits Anfang März 2020 starten KIT, das Spin-off Risk Layer, und viele Freiwillige mit einer tagesaktuellen Analysedatenbank zur Ausbreitung des Virus.
Eine Entwicklung aus dem KIT geht in Innenräumen auf Virenjagd. Der Aerobuster saugt Luft durch ein Rohr, trocknet die Aerosole und macht Coronaviren mit UVC-Strahlung unschädlich. Weltweit hat der Lockdown für Stillstand gesorgt. Eine einmalige Gelegenheit für die Klimaforschung. Im Projekt Blue Sky wurde die Atmosphäre unter deutlich verringerter Schadstoffbelastung vermessen. Die Daten helfen dabei, die Wirkung von Emissionen zu verstehen. Keinen Stillstand gab es beim Thema künstliche Intelligenz. So engagiert sich das KIT in der Plattform Lernende Systeme der Bundesregierung, in den Arbeitsgruppen und mit Präsident Hanselka im Lenkungskreis. Mit dem Lecture Translator ist am KIT eines der fortschrittlichsten Systeme für die Spracherkennung und Übersetzung im Einsatz und im Verbundprojekt Rabus werden selbstfahrende Busse Wirklichkeit. Das Start-up Heliopass AI hilft Landwirten dabei, mit KI Wasser und Dünger zu sparen. Am Campus Ost entsteht die Karlsruher Forschungsfabrik für KI-integrierte Produktion. Weiter geforscht wurde außerdem an intelligenten Robotern, die den Menschen unterstützen. Arma 6 kann Situationen selbstständig erfassen, durch Beobachten vom Menschen lernen und seine Hilfe anbieten. Beim Besuch am KIT im November 2019 informierten sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Bundesvorsitzende der Grünen Robert Habeck über den Stand der Entwicklung. 2020 begann der Aufbau eines neuen Supercomputers für das KIT. Mit 17 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde wird Horeca bald einer der schnellsten Rechner Europas sein. Seit 10 Jahren forscht Castell am KIT für die Cybersicherheit. Gegründet vom Bund als Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie, wird diese Arbeit nun in einem eigenen Institut unbefristet fortgesetzt. Top-Thema ist IT-Sicherheit für die Industrie 4.0 und den 5G-Netzausbau. Nachhaltige Zukunftstechnologien brauchen auch eine klare Rohstoffstrategie. Beispielsweise beim Kunststoffrecycling für die Automobilindustrie. Der vom Land am KIT eingerichtete Think Tank Industrielle Ressourcenstrategien bündelt seit 2020 das entsprechende Know-how. In der Forschungsinitiative ReFuels erforschen das KIT, das Land Baden-Württemberg und Partner aus der Industrie die Herstellung und Nutzung von regenerativen Kraftstoffen. Ziel ist eine schnelle, ergänzende Lösung für eine CO2-neutrale Mobilität. Eine Maschine wie aus der Zukunft entwickelt das KIT im Forschungsprojekt NECOG. Sie entfernt klimaschädliches CO2 aus der Luft und produziert daraus hochreinen festen Kohlenstoff, eine begehrte Ressource für die Industrie. Um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, muss sich die Landwirtschaft verändern. Am KIT ist es nun erstmals gelungen, mit der Genschere CRISPR-Cas ganze Chromosomen neu zusammenzusetzen. Dies ermöglicht, gewünschte Eigenschaften in Kulturpflanzen zu kombinieren. Wie Sie gesehen haben, hier am KIT arbeiten wir schon heute an der Zukunft. Dabei denken wir von der Grundlagenforschung bis zu den Anwendungen. Bei alledem ist uns gerade die Frage der Nachhaltigkeit bei all unseren Aktivitäten ein ganz besonderes Anliegen. Viele, viele von uns und auf der ganzen Welt denken mit Sorge an die Zukunft unseres Planeten. Und dafür gibt es gute und leider auch berechtigte Gründe. Wir haben deshalb beschlossen, unseren Campus bis 2030 CO2-neutral zu organisieren. Eine sehr sportliche und herausfordernde Aufgabe. Auch die Forschung an Technologien für die künftige Energieversorgung treiben wir intensiv in vielen Projekten voran. So ist das KIT in den Copernicus-Projekten der Bundesregierung für die Energiewende aktiv unterwegs. Mit der gemeinsamen Forschungsinitiative Energiesystem 2050 der Helmholtz-Gemeinschaft haben wir gezeigt, wie man das Energiesystem entsprechend umbauen könnte, um möglichst schnell von der fossilen Energie loszukommen. Mit dem Energy Lab 2.0 haben wir Europas größte Forschungsinfrastruktur für erneuerbare Energie hier bei uns auf dem Gelände installiert. Wir erforschen dort CO2-neutrale Kraftstoffe und innovative Netzspeicher. Wir erproben das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Sektoren und simulieren Szenarien zum Energiesystemumbau.
Wir machen den gesamten Campus zum Energiewendelabor. Wir wollen hier bei uns am KIT zeigen können, es geht. Genauso wie die Energieversorgung steht auch die Mobilität vor einem gewaltigen Wandel. Auch dazu haben wir in den vergangenen 2 Jahren intensiv geforscht. Gefördert vom Land Baden-Württemberg bündeln wir unsere Kompetenzen gemeinsam mit der Universität Stuttgart im Innovationscampus Mobilität der Zukunft. Ziel ist es, bahnbrechende Grundlagen, Ideen und Technologien zu entwickeln. Was gab es noch Neues am KIT? Der Neubau des Zeiss Innovation Hub am Campus Nord ist ein Meilenstein der langjährigen Partnerschaft von Zeiss und KIT. Gemeinsam haben wir ein Ökosystem für Hochtechnologie-Startups geschaffen und inzwischen haben sich bereits erfolgreiche Kooperationen und Projekte etabliert. Ob Mobilität oder Energie, KI oder Klima, für die Forschung spielen enorme Datenmengen und deren Management eine ganz herausragende Rolle. Zugänglichkeit und Auffindbarkeit der richtigen Daten können Forschung schneller und besser machen. Gemeinsam mit dem FITZ Karlsruhe, dem Leibniz-Institut auf unserem Campus, ist es gelungen, die nationale Forschungsdateninfrastruktur, kurz NFDI, nach Karlsruhe zu holen. Im vergangenen Jahr wurde die Geschäftsstelle eröffnet und das KIT ist auch an 3 der ersten Forschungskonsortien beteiligt. Und auch das Jahr 2021 begann für das KIT mit einem wirklich großen Moment, auf den wir ganz lange gewartet und vor allem intensiv hingearbeitet haben. Mit ihrem Besuch im Sommer 2018 signalisierten die beiden Forschungsministerinnen von Bund und Land, Frau Karliczek und Frau Bauer, dass sie das KIT auf die nächste Stufe heben wollen. Und nun haben sich Bund und Land auf diese weiteren Schritte zur Vollendung der Fusion am KIT geeinigt. Wir versprechen uns davon unter anderem mehr Flexibilität und Agilität der Spitzenforschung, weil wir die einzigartigen Synergien unserer beiden Ursprungseinrichtungen deutlich besser nutzen können. Gemessen an den vielen laufenden Projekten war dies natürlich nur ein kleiner Einblick in den Kosmos KIT. Trotzdem hat mir persönlich dieser Rückblick auf die Höhepunkte der vergangenen 2 Jahre großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, Sie haben auch das eine oder andere spannende Thema für sich entdeckt und können es entsprechend mitnehmen. Ich bin absolut beeindruckt, wie vielfältig hier am KIT geforscht wird. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn schließlich ist es eine der größten Forschungseinrichtungen Europas. Und Sie haben es gerade schon gehört, das KIT ist schon ziemlich lange eins und doch gelten immer noch nicht alle Regeln für alle. Und wie das ist, wenn nicht für alle die gleichen Regeln gelten, das merken wir gerade so in der Corona-Pandemie. Damit sich das ändert und damit wirklich für alle die gleichen Regeln gelten, dafür gibt es jetzt das 2. KIT-Weiterentwicklungsgesetz, das den Rahmen dafür gibt. Verantwortlich dafür ist das Land Baden-Württemberg und federführend die Wissenschaftsministerin. Theresia Bauer hat seit langem eine Verbindung zum KIT und sie hat immer einen ganz besonderen Blick auf die Forschungseinrichtung. Hier ist ihr Grußwort. Liebe Community des KIT, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Februar haben wir im Landtag das 2. KIT-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet. Das war für die vielen Beteiligten an diesem Prozess eine große Erleichterung und ein wichtiger Fortschritt. Denn nach langen und komplizierten Verhandlungen mit dem Bund ist es uns gelungen, die KIT-Fusion damit auf eine neue Stufe zu heben. Die Fusion alleine war zwar nicht das eigentliche Ziel des Prozesses, sie war vielmehr ein Mittel zum Zweck. Denn als die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft, als die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft, kann das KIT nun Forschung, Lehre und Innovation noch besser aus einem Guss anbieten. Und genau diese Fähigkeit des KIT, die Dinge zusammenzubringen, brauchen wir auch in Zukunft dringend. Wir setzen daher auf das KIT, wenn es um globale Herausforderungen und Schlüsseltechnologien der Zukunft geht. Das KIT leistet Pionierarbeit und ist stets vorne bei diesen Themen mit dabei. Zum Beispiel bei der Erforschung des autonomen Fahrens
oder mit dem Innovationscampus Mobilität der Zukunft in Kooperation mit der Universität Stuttgart oder in Sachen Energiespeicher, Batterie, regenerative Energieproduktion und Verteilung. Und das KIT zeigt auch seine experimentierfreudige Seite als das Zentrum für Reallaborforschung in Baden-Württemberg, aber genau genommen sogar bundesweit. Sowohl im Bereich Klimaschutz mit dem Reallabor Carla als auch bei der KI-Forschung mit dem Reallabor Robotische Künstliche Intelligenz. Es ist genau wegen dieser einzigartigen Verbindung von Kreativität, hochtechnologischer Forschung und außerordentlicher Qualität, weshalb das KIT bei der Exzellenzinitiative auch die internationalen Gutachter überzeugt hat. Meine Damen und Herren, auch wenn die neue Regierung noch nicht gebildet ist, wir sind ja gerade erst dabei, so viel ist schon mal klar. Klimaneutralität, Digitalisierung und KI, festgemacht etwa an der Transformation der Mobilität oder auch des Bauens, werden im Zentrum unserer politischen Aufgaben der nächsten 5 Jahre stehen. Dabei ist die Entkopplung von wirtschaftlichem Erfolg vom Verbrauch fossiler Ressourcen der Schlüssel für unsere Zukunft. Und das gilt insbesondere für ein Hochtechnologieland wie Baden-Württemberg. Wir sehen in dieser Herausforderung aber vor allem die Chance, Technologien und Ideen zu entwickeln, die Wirtschaft und Nachhaltigkeit verbinden. Und das Konzept einer Bioökonomie kann ja wesentlich genau zu diesem Ziel beitragen. Also, wie passend ist es, dass sich das KIT bei seiner Jahresfeier und anlässlich des Wissenschaftsjahres Bioökonomie mit genau diesem Thema intensiv beschäftigt? Ich gratuliere dem KIT herzlich zur Jahresfeier und wünsche Ihnen einen inspirierenden Austausch über die Bioökonomie der Zukunft. Und auf das persönliche Wiedersehen im nächsten Jahr freue ich mich heute schon sehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie gesund. Ja, und genau jetzt beschäftigen wir uns auch mit der Bioökonomie. Die Bioökonomie soll das Wirtschaftssystem für die Zukunft sein. Ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, das das alte, das auf fossilen Rohstoffen basiert, ablöst. Die Bioökonomie setzt dabei auf nachwachsende Rohstoffe wie beispielsweise Pflanzen, Pflanzenreste, auf Biomasse. Und so sollen die Ressourcen geschont werden und die Nahrungsmittelversorgung gesichert werden. Und wir wollen das jetzt mal zum Anlass nehmen, mal zu fragen, was kann die Bioökonomie eigentlich tun, um das Klima zu retten? Und dazu habe ich ganz spannende Gäste eingeladen, die jetzt jeder auch einen ganz eigenen Blick auf Nachhaltigkeit haben. Ich begrüße hier in unserer Runde Dr. Christine Rösch. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Nachhaltige Bioökonomie am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Sie ist langjährige Expertin für Bioökonomie und sie bewertet nicht nur die Folgen von neuen Technologien, sondern auch die Potenziale von Innovationen. Sie sagt, um die Welt zu retten, brauchen wir mehr Biomasse, nicht weniger, und eine globale Strategie. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Rösch. Ja, ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Ich begrüße bei uns in der Runde Professor Dr. Jörg Sauer. Er ist Leiter des Instituts für Katalyseforschung und Technologie. Das Institut ist auch hier Teil dieses Energy Labs und dort arbeitet er an den Kraftstoffen der Zukunft. Ein Projekt, Sie machen aus Stroh nicht etwa Gold, sondern Benzin. Und dieses Benzin wird auch schon eingesetzt in der Industrie. Er sagt, wir verschwenden Zeit bei der Energiewende, weil wir nicht alle landwirtschaftlichen Reststoffe nutzen. Ganz herzlich willkommen, Professor Sauer. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier mitdiskutieren darf. So, und dann begrüße ich noch ganz herzlich vom KIT Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen Professorin Dr. Almut Arnett. Sie ist uns jetzt gerade zugeschaltet. Ich sehe sie hier nur am Bildschirm. Sie ist Professorin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung und Leitautorin des Sonderberichts über Klimawandel und Landsysteme des Weltklimarats. Und ebenfalls ist sie auch Leitautorin des globalen Sachstandsberichts des Weltdiversitätsrats. Und da geht es eben um den aktuellen Zustand von Land und Wasser. Und sie sagt, der Zustand der Biodiversität ist in vielen Bereichen besorgniserregend. Ganz herzlich willkommen in unserer Runde und ein Hallo nach Garmisch-Partenkirchen, Frau Professorin Arnett. Ein Hallo zurück von uns. Wo sind Sie gerade? Wo stehen Sie gerade? Ich stehe gerade im kontrollierten experimentellen Gewächshaus des Campus Alpin, was zum Glück den Regen abhält.
Ah, es regnet in Garmisch-Partenkirchen. Wir sehen jetzt hinten dran die Berge, das sieht wirklich toll aus. Sie sehen es ja, wie es verwirkt aussieht. Ja. Ja. Sie sagen, Frau Professorin Arnett, Sie sagen, dass der Zustand der Biodiversität besorgniserregend ist. Was macht Ihnen die größten Sorgen? Lassen Sie mich ganz kurz mit 2, 3 Zahlen vielleicht am besten einsteigen, um so ein bisschen die Größenordnung zu kommunizieren. Also der Weltdiversitätsrat hat geschätzt, dass in etwa 1 Million Arten von Pflanzen und Tieren momentan vom Aussterben bedroht sind. Gleichzeitig wird auch momentan eine sogenannte rote Liste von Ökosystemen erstellt, woraus sich bis jetzt zeigt, dass bei den Ökosystemen, die momentan untersucht wurden, knapp 45% mehr oder weniger nahe am Kollaps sind. Auf der anderen Seite, und das ist ja ganz interessant, würden auch Schätzungen gemacht, dass sogenannte Ökosystemleistungen einen jährlichen Wert von 80 Billionen US-Dollar erbringen. Das sind Schätzungen, die entsprechen dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt. Sprich, wir haben eigentlich schon eine ganz schöne Bioökonomie unter den Gesichtspunkten. Aber das Problem ist eben, wie gesagt, wenn Ökosysteme kollabieren, dann verlieren wir diese Ökosystemleistungen. Und manche von den Maßnahmen, die in der Bioökonomie diskutiert werden, sind auch durchaus sehr besorgniserregend, was eben die Abnahme von Biodiversität und Ökosystemleistungen generell für uns Menschen betrifft. Also Bioökonomie ist nicht per se nachhaltig, höre ich daraus. Ganz genau, schön kurz zusammengefasst. Okay, aber darüber reden wir später. Ich würde jetzt ganz gerne mal Frau Dr. Rösch hier reinholen in die Diskussion. Sie sagen, Sie schauen sich ja Innovationen und neue Technologien an. Welche Potenziale lassen wir aktuell eigentlich ungenutzt, um das Klima zu retten? Viel zu viele, Frau Krieger. Die Potenziale liegen zum einen in der noch nicht genutzten Produktivität. Da brauchen wir mehr Forschung, mehr Innovationen von der Digitalisierung der Landwirtschaft über die Genschere, um dieses Potenzial der bestehenden Flächen zu heben. Das haben wir noch nicht erfüllt. Wir brauchen auch natürlich eine Dekarbonisierung der Wirtschaft und dazu brauchen wir auch mehr Biomasse. Und das erreichen wir durch eine Veränderung auch unserer Konsummuster, Frau Krieger. Über Konsum sprechen wir nachher, aber Sie sagen gerade, im ersten Satz sagten Sie, wir brauchen mehr Digitalisierung in der Landwirtschaft, die Genschere. Aber das gibt es doch alles schon. Ja, aber noch nicht umgesetzt. Mehr Innovationen insgesamt. Zu den Innovationen, die es jetzt schon gibt, kommen natürlich auch noch andere. Wir denken da zum Beispiel auch an ganz moderne Systeme wie Urban Farming oder auch die verstärkte Nutzung von Mikroalgen. Also da stehen wir noch am Anfang. Wie sehen Sie das, Herr Professor Sauer? Stehen wir noch am Anfang? Sie meinen, stehen wir am Anfang der Bioökonomie? Eigentlich ja nicht, weil Bioökonomie machen wir schon. Das machen die Bauern schon seit vielen Jahrtausenden. Das, was wir eigentlich in unserer Wirtschaft ändern sollten, ist, dass wir genau die Prinzipien der Bioökonomie nutzen, um eben nachhaltig zu werden. Und das darf man eben nicht nur im Sinne des Klimaschutzes verstehen, sondern es bedeutet, dass wir lernen, Stoffkreisläufe zu schließen und unsere Wirtschaft sich nicht mehr darauf konzentriert, einseitig Produkte zu erzeugen und dem Konsumenten zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich Kreisläufe schließen. Also Produkte, auch wieder Rohstoffe für weitere Erzeugung von Wertstoffen genutzt wird. Die Landwirtschaft und gerade biologische Ressourcen bieten eben die Möglichkeit. Das ist, glaube ich, was bei der Biokraftstoffherstellung so erste Generation völlig unter den Tisch gefallen ist. Ist, dass eben Bioökonomie oder der Landwirt, der macht es eigentlich, was wir heute Kaskadennutzung nennen, dass die das eben machen. Also in einem Bauernhof bleibt nichts ungenutzt. Und das müssen wir eben auch machen, dass wir, wenn wir Holz als Baustoff verwenden, dass wenn das Gebäude mal irgendwann abgerissen wird, dass man sich überlegt, was mache ich denn aus dem Holz? Aus dem kann ich dann wieder weitere Baustoffe herstellen oder ich kann eben dann den als Brennstoff oder besser als Rohstoff für die Kraftstofferzeugung nutzen. Und das sieht man hier, das ist ja eine ganze Menge. Und das kann ich eben an ganz vielen Stellen machen. Also mein Lieblingsbeispiel, um das schön zu erklären, ist die Wurzel der Chicory-Pflanze, die ist besonders reich an fruktosehaltiger Stärke. Und aus dieser Fruktose kann ich dann sehr einfach ein Zwischenprodukt, das nennt sich 5-HMF, herstellen.
Und aus dem kann ich dann Lacke und Harze machen. Und trotzdem kann ich immer noch den Chicorée essen. Also der Chicorée, also das heißt, das, was, woraus Sie jetzt Lacke und Harze machen wollen, das wird normalerweise weggeschmissen. Das bleibt einfach im Boden, ja, genau. Okay, aber das ist ja nur ein kleines Feld. Ich meine, so viel Chicorée wird die Bevölkerung ja nicht essen, dass man daraus genug Lack und Harz machen kann. Ja, aber insgesamt ist das Potenzial, also was so abgeschätzt wird von Kolleginnen und Kollegen, ist also aus dem Deutschen Biomasseforschungszentrum haben wir ein Reststoffpotenzial in Deutschland 150 Millionen Tonnen und davon sind ungenutzt 30 Millionen Tonnen. Wenn man dann noch dazu rechnet, dass wir in vielen Bereichen in Deutschland Landwirtschaft aufgeben, weil es sich nicht mehr rechnet, dass ich da dann weniger intensiv dann mehrjährliche Pflanzen anbauen kann, die ich dann eben auch zur Erzeugung von Rohstoffen nutzen kann, dann kann das Potenzial steigen. Und das ist das, was ich meine, dass man eben so Rohstoffe für die Mobilität bereitstellt, aber das eben nachhaltig macht, sodass man eben nicht die Biodiversität dann beeinträchtigt. Genau, das nehme ich an, wird auch Frau Professorin Arnett freuen, dass Sie eben da etwas entwickeln und erforschen, was eben per se nachhaltige Bioökonomie ist. Es ist viel zu tun, haben wir gerade gehört, wir brauchen mehr Innovation, wir müssen mehr Biomasse nutzen und wir müssen eben die Biodiversität erhalten. Wie machen wir das? Was sollen wir machen, Frau Professorin Arnett? Was sind Ihre Ideen? So einfach, also wenn es einfach wäre, hätte schon jemand gemacht. Ne? Das ist ja immer so der Satz. Aber ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist mit Sicherheit, dass es nicht an einem Hebel alleine liegt, sondern wir müssen einfach viele verschiedene Stellschrauben drehen. Und die sind ja jetzt eigentlich schon bei der Kollegin Rösch schon rausgekommen, dass unter anderem auch nicht nur die Produktion ganz wichtig ist, sondern auch der Konsum von Ressourcen, ganz egal, ob es jetzt in der Bioökonomie ist oder auch in anderen Ressourcen. Und einfach das Zusammenspiel von vielen Akteuren, denke ich, ist da einfach sehr, sehr wichtig. So dieses eine Lösung für alle Probleme dieser Welt, und sei es jetzt nur eine energetische, einfache Lösung, die haben wir einfach nicht. Man muss das systemisch betrachten und man muss natürlich auch immer noch mit einbeziehen, also gerade wenn es um Anbau von Bioenergiepflanzen zum Beispiel auf Land, wenn es darum geht, dass die Landoberfläche halt einfach auch begrenzt ist. Und das ist halt das große Problem natürlich. Ne? Ich meine, wir haben jetzt schon einen wesentlichen Anteil der Bevölkerung, die hungrig ins Bett gehen jeden Tag, vielleicht auch hungrig aufstehen, unterernährt sind. Wir haben bereits jetzt ungefähr gut 50% der gesamten Landoberfläche sehr intensiv genutzt und vielleicht weitere 25% der Landoberfläche weniger intensiv genutzt. Also ja, zwei Drittel bis drei Viertel der Landoberfläche sind bereits vom Menschen beeinträchtigt. Also so viel Platz haben wir nicht mehr noch, um großartig Bioenergie anzubauen. Wie sollte denn aus Ihrer Sicht eine Lösung finden? Genau, wie sollte aus Ihrer Sicht die Landnutzung aussehen? Was wäre da optimal? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube auch hier wiederum viele verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Also natürlich, Ernteerträge müssen wir steigern, um eben eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren auf gleichbleibender oder idealerweise sogar geringer werdender Fläche. Da gibt es Maßnahmen, sei es jetzt genetische Maßnahmen, sei es aber auch einfach nur, sage ich mal, durch gezielte Climate Smart Farming, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Das ist das eine. Und natürlich, wie gesagt, auch immer die lokale Bevölkerung mit einbeziehen. Es ist ja auch so, dass Land gehört ja auch jemandem. Und in Deutschland ist es natürlich sehr gut geregelt, aber in vielen anderen Regionen der Welt ist natürlich auch ein extremer Druck, da Land der indigenen Bevölkerung, der lokalen Bevölkerung, die rechtlich nicht so stark gestellt sind, auch wegzunehmen. Also da kommen nicht nur die natürlichen und die ingenieurstechnischen Aspekte ins Spiel, sondern ganz, ganz auch wichtig soziale Komponenten und Komponenten von Equity. Und das muss alles berücksichtigt werden und deswegen macht es ja auch so schwierig. Frau Dr. Rösch, Sie haben sich ja unter anderem auch mit Mikroalgen und den Potenzialen darin beschäftigt. Wenn wir jetzt über Konsum sprechen und über Smart Farming, um Nahrungsmittel zu produzieren, welches Potenzial steckt denn in Mikroalgen? Ja, ich fange vielleicht mal an, warum wir uns mit Mikroalgen beschäftigt haben. Die Mikroalgen sind ja Pflanzen und sie nehmen aus der Atmosphäre das CO2 auf und wandeln es in Sauerstoff um, also sind ideal, um gegen die Erderwärmung anzugehen.
Sie haben eine sehr hohe Produktivität. Sie sind 5 bis 10 Mal so produktiv wie eine Weizenpflanze zum Beispiel. Und sie brauchen keine landwirtschaftliche Fläche. Und dadurch schaffen wir es, diese Nutzungskonflikte, diese Nutzungskonkurrenzen aufzuheben. Die Mikroalgen kann man komplett nutzen, also da gibt es keine Abfälle. Man kann sie für die Ernährung nutzen, man kann sie als Kraftstoff nutzen, zur Wasserstoffproduktion. Frau Dr. Rösch, vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, wie sehen die überhaupt aus? Also ich habe mir klein, weil so irgendwie grün in der Pfütze genau. vorgestellt. Genau, sie sind, auch in der Pfütze. Noch sie sind auch in der Pfütze, aber in der Pfütze, da vermehren sie sich auch unter guten Bedingungen. Aber die Idee ist, sie in technischen Systemen, in Plattenreaktoren oder in Röhrenreaktoren zu kultivieren. Sie sind mikroskopisch klein und sie sehen, ich habe es leider kein Bild mitgebracht, sie sehen faszinierend aus. Sie haben ganz unterschiedliche Formen und Farben und sie haben eine ganze Bandbreite an Inhaltsstoffen, die für uns Menschen super interessant sind. Und was könnten wir daraus machen? Alles. Wie ich sagte, man kann sie es gibt ja auch Nahrungsmittel mit Algen, es gibt Riegel mit Algen, man kann Kraftstoffe herstellen, man kann Farbstoffe gewinnen. Ja, sehr Kleidung, viel. Schuhe? Könnte man auch, zumindest Teile, ja. Aber sie haben keine Faserstoffe drin, das ist eigentlich das Gute. Also Kleidung eher nicht und auch keine Baustoffe. Aber Energie? Energie, ja. Okay, das würde wahrscheinlich Professor Sauer dann interessieren. Oder halten Sie das für... Ja, genau. Also ja. Da kommt wieder das Schließen des Stoffkreislaufs ins Spiel. Also die Energieerzeugung über Mikroalgen selber, also wenn man das jetzt isoliert betrachten würde, wird sich nicht lohnen. Da ist einfach der Energieaufwand zum Abtrennen der Mikroalgen viel zu klein. Aber wenn man das als Gesamtsystem sieht, dann wird es interessant. Also die Wertschöpfung, also man muss ja Geld verdienen mit der Mikroalgengewinnung, die mache ich dann über Wertprodukte, die entstehen bei der Aufzucht der Mikroalgen. Und und ich schließe dann den Kreislauf, indem ich dann das Wasser, wo die Mikroalgen dann wachsen, dann rückgewinne und die Biomasse zur Energieerzeugung nutze. Und so kann ich eben diesen Kreislauf schließen und am Ende das, was an Kohlenstoff gebunden wird aus dem CO2 aus der Luft, maximal nutzen. Also das sind die Ansätze, an denen wir immer arbeiten. Also für uns ist dann letztendlich die Pflanze ist eine Maschine, die CO2 aus der Luft absorbiert und für uns nutzbar macht. Und das Tolle ist halt, Pflanzen machen das einfach so, während wenn wir dann Photovoltaikzellen aufstellen müssen, um Energie zu gewinnen und Maschinen, die CO2 absorbieren, bauen müssen, dann muss man halt Maschinen aufbauen. Und so die Pflanzen, die machen das quasi nebenher für uns. Aus welchen Pflanzen würden Sie denn, oder mal anders gefragt, wenn Sie an die Energiegewinnung der Zukunft, an die Kraftstoffgewinnung der Zukunft denken und das mit Blick auf Nachhaltigkeit, welche pflanzlichen Träger halten Sie denn dafür geeignet? Also man muss erst mal dazu sagen, man muss sich ja, also das macht ja überhaupt keinen Sinn, einfach zu versuchen, aus Pflanzen jetzt genau so, wie wir Mobilität heute betreiben, dann weiter betreiben zu wollen. Das geht von den Mengen her gar nicht, sondern man muss sich genau die Anwendungssektoren suchen, wo ich langfristig hohe Energiedichten brauche, weil natürlich Kohlenwasserstoffe sehr viel mehr Energie speichern können pro Volumen, als das eine Batterie kann. Oder auch Wasserstoff. Und das ist halt, das geht los mit dem Flugverkehr und dann muss man Langstreckenmobilität anderer Form, sei es Land oder Schiff, anschauen. Und dann nehme ich alle Reste aus der Pflanze, also sei es Zuckerrohr oder Stroh in Europa und die kann ich dann mit geeigneten Verfahren dann zu Kraftstoffen und Chemierohstoffen umsetzen. Aber ist denn davon genug da, sodass nicht zusätzlich Landfläche genutzt werden muss oder den Menschen Landfläche weggenommen werden? Aber Landfläche wird schon genutzt, wenn ich da einsteigen darf, Frau Krieger. Ja. Nämlich 20% unserer Ackerfläche hier in Deutschland nutzen wir zum größten Teil für die Produktion von Kraftstoffen auf eine ganz traditionelle Art. Das, was der Herr Sauer macht mit seinen Biolik-Verfahren, ist innovativ, weil er eben nicht Fläche braucht, sondern die Reststoffe nimmt. Aber es heißt nicht, dass wir nicht Fläche übrig hätten oder vielleicht nutzen könnten für Kraftstoffproduktion, weil diese Fläche, die wir heute nutzen für die Kraftstoffproduktion, diese 20%, das war früher mal stillgelegte Fläche. Warum wurde die stillgelegt? Wegen einer Überproduktion der Landwirtschaft, weil die Erträge so gestiegen sind, dass es Milchseen und Butterberge gab. Aber wenn wir jetzt 20% der Fläche für Kraftstoffproduktion nutzen, Frau Professorin Arnett,
geht doch auch an die Biodiversität was verloren, oder? Ist das in Ihrem Sinne? Ja, also ich glaube, es ist echt ein schwieriges Thema. Und das Problem ist natürlich wirklich, ich meine, alles, was wir in Deutschland jetzt plakativ sagen, an landwirtschaftlicher Fläche haben, wo wir Nahrungsmittel produzieren können, wenn wir das, sagen wir, für Bioenergieproduktion verwenden, dann, wenn wir jetzt mal nicht unbedingt die Butterberge belassen, sondern dann wird die Nahrung halt von woanders her importiert. Das heißt, ja, entweder wir produzieren unsere Nahrungsmittel hier vor Ort oder aber wir importieren sie von anderswo. Und alles, was wir von anderswo importieren, hat einfach die Gefahr, dass man eben dann anderswo Biodiversität verliert, dass man anderswo, ja, Stichwort tropischer Regenwald und Sojaimporte, das ist ja das klassische Thema, riesengroße Probleme schafft. Also das Problem ist einfach nur ganz kurz noch mit der, um nochmal auf die Fläche zurückzukommen und auch nochmal ich glaube, was hier diskutiert wird, ist total wichtig, eben diese Innovation, die einfach notwendig ist. Weil wenn wir es nur über Fläche machen, der Weltklimarat, die Projektionen für Bioenergie gehen davon aus, je nach Szenario, dass zwischen 10 und 50% der Äquivalent der heutigen landwirtschaftlichen Fläche für Bioenergie notwendig ist. Und das können wir uns auf keinen Fall leisten. Das heißt, diese Innovation, andere Verfahren zu entwickeln, um einfach den Flächenverbrauch zu reduzieren, ist absolut essentiell. Also, wenn ich mich da mal einmischen darf, also diese Diskussion in Deutschland immer schwarz-weiß zu führen, die führt zu nichts, weil die immer von einem Hype zum nächsten hüpft. Also es macht wahrscheinlich Sinn, in einem gewissen Maß Biokraftstoffe erster Generation zu erzeugen, aber halt nicht viel. Und es wird auch in gewissem Maß Reststoffnutzung geben, aber auch nur in einem begrenzten Maß. Man wird Kraftstoffe über Absorption von CO2 aus der Luft erzeugen, aber auch in einem begrenzten Maß, weil dafür dann die erneuerbaren Energien eben bereitgestellt werden müssen. Und also es wird nicht die Lösung geben, dass die Mobilität morgen alles anders sein wird und dann ist das alles gelöst, sondern wir müssen eben genau, und dafür brauchen wir diese Kopplung von Analyse und Entwicklung, Technologieentwicklung, dass man sieht, wie weit kann ich denn gehen, ohne dann so in dem Fall dem Ökosystem zu schaden. Und anders wird es nicht funktionieren. Ja. Aber fest steht, dass wir mehr Biomasse brauchen, und zwar ohne die Biodiversität zu gefährden. Wir brauchen mehr Biomasse auf einer Fläche, die wir nicht vermehren können, die vielleicht eher kleiner wird durch den Bedarf an Siedlung und Verkehrsfläche. Jeden Tag brauchen wir 58 Hektar, ja, für Siedlung, Verkehr. Die ist weg, ja, immer weniger Ackerfläche steht. Das heißt, brauchen wir Innovationen. Wir brauchen andere Pflanzen, wir brauchen ein anderes Produktionssystem, wir brauchen andere Verfahren und vor allem, wir müssen sorgfältiger mit der Biomasse umgehen. Wir haben ja enorme Verluste entlang der Nahrungskette. Pro Kopf verlieren wir ja 150 Kilogramm Biomasse, weil wir die Hälfte zu Hause wegwerfen, wenn wir kochen. Auch Ernteverluste sind dabei. Das ist eine ineffiziente Nutzung einer stark begrenzten Ressource. Und das betrifft natürlich unseren Konsum. Das ist hier der springende Punkt. Das würde ich ganz gerne noch hier mit Ihnen diskutieren in dieser kleinen, kurzen Runde. Wir müssen unseren Konsum ändern. Das habe ich von Ihnen schon gelesen. Sie haben es vorhin auch angedeutet, Frau Professorin Arnett. Was müssen wir anders machen? Wie müssen wir zukünftig über unseren Konsum nachdenken? Frau Professorin Arnett, ich gebe mal nach Garmisch-Partenkirchen gleich. Ja, wenn wir jetzt mal beim Nahrungsmittelkonsum bleiben, weil Konsum ist ja ein großes Thema. Also auf der einen Seite, um jetzt mal wieder bei der sozialen Gerechtigkeit zu sein, müssen wir auf jeden Fall Nahrungsmittel besser verteilen global. Also Umverteilung, denke ich, die kommen nicht rum. Verschwendung, da hatte Christine völlig recht, ganz klar, 30% werden in etwa, ja, weggeschmissen oder verderben anderweitig, ist viel zu viel, kann man auch noch viel dran stellen. Und dann ist es natürlich schon so, gerade in der westlichen Welt, dass unser Fleischkonsum einfach zu hoch ist. Und Fleisch ist eine wahnsinnig ineffiziente Nahrungsmittel, Protein- und Energiequelle. Und auch da kann man ganz, ganz stark drehen. Also wir haben mal ausgerechnet in der Studie von uns, wenn sich die gesamte Weltbevölkerung in etwa im Essverhalten, das so wäre wie der Durchschnittsamerikaner, ich entschuldige mich bei meinen amerikanischen Kolleginnen, die gerade zuhören, dann bräuchten wir mehr als die gesamte Landfläche. Wenn wir uns alle wie Inder und Inderinnen im Essverhalten verhalten, dann bräuchten wir vielleicht 30%, 50% weniger. Also einfach, um Ihnen nochmal zu zeigen, wie
stark, dass das Fleisch sich tatsächlich auf den Flächenkonsum auswirkt. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle Veganer werden müssen übrigens. Aber ein bisschen weniger würde vielen von uns nicht schaden. Sie nicken. Kann ich nur zustimmen. Also 85 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr ist doch ein bisschen viel. Früher, der Jörg Sauer hat es ja gesagt, früher konnten wir uns vor 100 Jahren noch quasi alles mit der Biomasse quasi oder alle unsere Bedürfnisse befriedigen, ja? Nahrung, Kleidung, Wohnbau, alles. Aber jetzt geht's nicht mehr, weil früher, da gab es vielleicht nur einmal in der Woche ein Stück Fleisch und für die Kinder nichts und so weiter. Und daran kann man wirklich arbeiten. Und ich denke, wir sind alle auf einem guten Weg. Also es klingt immer so, die bösen Konsumenten, die machen es nicht richtig. Und wir Wissenschaftler sagen immer, ein bisschen weniger Fleisch wäre doch auch okay. Ist auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird's empfohlen. Und wir sind auf einem guten Weg. Ich habe mal die Zahlen angeguckt, das ist spannend. Seit 20 Jahren verringert sich der Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch um 500 Gramm pro Jahr. Und wenn es so weitergeht, wir müssen nicht vegan leben, aber dann haben wir dadurch sehr viel Fläche freigesetzt, die wir brauchen für die Bioökonomie. Also damit, ich verstehe das richtig, damit die Bioökonomie als Wirtschaftssystem einer Gesellschaft funktioniert, müssen wir alle, jeder Einzelne auch mitmachen. Nicht nur die Industrie und die Wirtschaft. Ja, nur ich wehre mich immer dagegen, Nachhaltigkeit immer unter diesem Aspekt zu diskutieren. Ja, wir müssen alle uns irgendwie einschränken und dann wird es schon. Ich glaube, das muss schon irgendwie in der Wirtschaft auch gestartet werden damit. Und also so ist ja uns verkauft worden, auch das, wie das mit dem Rauchen funktioniert. Also, dass der Raucher einfach weniger rauchen soll, dann gefährdet es sich nicht. Am Ende hat es dann doch nur funktioniert, indem man halt in bestimmten Bereichen das Rauchen verboten hat und die Zigaretten viel teurer gemacht hat. Und so muss das leider, sorry, aber auch in der, mit der Kreislaufwirtschaft passieren. Also es muss halt einfach, das Müllerzeugen muss teurer werden und es muss wesentlich attraktiver sein, Kreisläufe zu schließen. Und Sie werden sehen, wie schnell die Wirtschaft auf dem Trip ist, das zu erreichen. Die Kolleginnen und Kollegen in der Industrie, die sind da intensiv dabei, aber es fehlt halt im Moment der wirtschaftliche Anreiz, das auch umzusetzen. Also Kunststoffrecycling wird ja mal so diskutiert, das geht eigentlich gar nicht, sondern nein, es funktioniert, wir können das heute machen. Aber es wird einfach deswegen nicht gemacht, weil es diesen gelben Sack gibt. Da wird es eingesammelt und wird halt meistens verbrannt oder irgendwohin exportiert. Es könnte alles in Deutschland recycelt werden. Die Technologien sind letztendlich da, um die fertig zu entwickeln und umzusetzen. Braucht es bloß den Anreiz, das auch wirtschaftlich zu machen. Und genauso ist es auch im Bereich der Bioökonomie. Wir müssen einfach unser Anreizsystem muss dahin gehen, weniger Müll zu produzieren und mehr aus dem Material rauszuholen. Dann wird es auch passieren. Ja, und jeder Einzelne kann doch auch noch was tun, selbst wenn die Wirtschaft, die Industrie natürlich das große Rad dreht, das sehe ich ein. Und doch kann jeder Einzelne was tun, indem er seinen Konsum mal ein bisschen reflektiert. Weil die globalen Megaprobleme, die sind klar und die sind in den Medien ja auch oft genug beschrieben worden, skizziert worden, die Massentierhaltung, der Landverbrauch, der Wasserverbrauch durch Fleischkonsum. Und da müssen neue Ideen einfach her, wie wir zukünftig Eiweißlieferanten finden. Und eine Idee, die da schon erprobt wurde, ist die Idee, Eiweiß aus Insekten zu bekommen, also Nahrungsmittel aus Insekten. Und wir haben gedacht, ja, also das ist doch hier der perfekte Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Schmeckt das überhaupt, Nahrungsmittel aus Insekten? Und würden Sie das auf Ihren Speiseplan heben? Sie haben von uns schon Post bekommen, ein Briefchen, und da war dieser Riegel hier drin. Das ist Zirp, ein Riegel aus Insektenprotein. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt mal so die Probe aufs Exempel und probieren den mal gemeinsam. Aber noch nicht. Wir wollen vorher noch ein bisschen was von Ihnen wissen. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet. Die sehen Sie jetzt auch gleich in Ihrem Bildschirm. Da erscheint noch mal ein zweites Fenster. Und da fragen wir Sie jetzt gleich nach Ihrer Meinung. Es gibt immer ganz unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. So, bevor wir das nämlich jetzt hier gemeinsam probieren und auch wir hier in der Runde, erstmal Frage an Sie, liebe Gäste. Haben Sie sich überhaupt schon mal mit dem Thema insektenbasierte Lebensmittel beschäftigt? Drei Auswahlmöglichkeiten: noch nie, ja, schon mal davon gehört, und drittens, ja, ich finde das Thema interessant.
Bitte geben Sie jetzt da Ihre Stimme ein und sobald das Ergebnis feststeht, sobald alle gewotet haben, werde ich hier auch vorstellen, wie das Ergebnis aussieht. So, Frage mal hier ganz kurz noch in die Runde, während das Voting läuft, das dauert ein paar Sekunden. Frau Dr. Rösch, haben Sie sich schon mal mit insektenbasierten Lebensmitteln beschäftigt? Ja. Und ich finde es positiv, weil, was wir vorher gerade diskutiert haben, erfüllen die Insekten, also sie brauchen keine, nur indirekt Landfläche, haben einen geringen Wasserverbrauch haben ein hochwertiges Protein. Was für Insekten sind es? Käfer, Mücken? In dem Fall sind es hier Mehlwürmer. Mehlwürmer. Genau, einfach zu züchtende, in Containern zu züchtende Insekten. Aha, in Containern werden die gehalten und die wachsen schnell oder? Ja, die entwickeln sich sehr schnell. Also. Okay, so jetzt gucken wir uns mal das Umfrageergebnis an und ich schau mal, wie viele Stimmen da eingegangen sind. Das sind doch sehr viele und jetzt gucken wir mal rein, wie sieht das Umfrageergebnis aus. 50% von Ihnen haben zumindest schon mal davon gehört und 13% haben gesagt, nee, habe ich noch nie was davon gehört und 37% haben gesagt, ja, ich finde es interessant. Also mehr als ein Drittel von Ihnen sagen, ja, das ist interessant. Also dann gucken wir mal weiter. Nächste Frage an Sie. Also mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt hier so ein Riegel ist oder vielleicht ein Burger, den Sie sich auf den Grill legen können. Können Sie sich vorstellen, insektenbasierte Lebensmittel auf Ihren Speiseplan mit aufzunehmen? Und wieder drei Antwortmöglichkeiten, auf gar keinen Fall. Ich warte erstmal die Entwicklung ab und drittens, ja, weil es dem Klima nützt. So, bitte geben Sie jetzt Ihre Antwort ein. Und ich frage das gleich mal hier in die Runde, Professor Sauer. Können Sie sich vorstellen, Insekten mit in Ihren Kühlschrank zu packen neben den Burger? Oder essen Sie gar keine Burger? Ich hätte jetzt die mittlere Variante genommen. Also wenn ich meine Tochter frage, die ist Veganerin, die Große, die würde sagen, nee, ich esse dann lieber bohnenbasierte Burger. Also deswegen, ich warte erst mal ab. Also Sie warten jetzt erst mal ab. Voting läuft noch. Frage an Frau Professorin Arnett. Können Sie sich vorstellen, Insekten mit in den Speiseplan aufzunehmen? Auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal Würmer gegessen. Also dieser Riegel hier, das ist was für Schattenparker, kann ich dazu mal sagen. Die schmecken auch, wenn sie gut zubereitet sind, schmecken die lecker. Wo haben Sie das gegessen? In Deutschland oder in Asien? Nee, in Botswana. Ja, okay. Das waren sogenannte Mopane-Würmer. Also das sind Raupen von Schmetterlingen, die an dem sogenannten Mopane-Baum leben. Okay, und das ist normal, dass die das dort essen? Das ist Teil des Speiseplans. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, die kommen nicht unbedingt jeden Tag als Mittagessen auf den Tisch, sondern eher so als Snack habe ich das, glaube ich, so in Erinnerung. Aber ja. Wie gesagt, also wenn das gut zubereitet ist, wie bei allem, man muss halt ein bisschen würzen. Okay, so, das Umfrageergebnis ist da, liebe Gäste. Wir schauen mal, ob Sie sich das vorstellen können. Und 47% sagen, naja, ich warte erstmal ab. Also, Herr Professor Sauer, Sie gehören hier zur Mehrheit. 47% von Ihnen sagen, erstmal abwarten und dann gucken wir mal. Und 41% immerhin sagen, ja, das würde ich essen, wenn es dem Klima nützt. Und das finde ich ist ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie das freut, oder, Frau Wuffe? Mich freut es. Also ich gebe zu, ich würde mir jetzt auch keine Insekten aufs Brot legen. Da hätte ich Bedenken, ja, es ist vielleicht auch kulturell bedingt in anderen Kulturen, wie die Almut gesagt hat, gehört es dazu als Snack, als Delikatesse. Aber wenn ich sehe, dass 80% unserer Nahrungsmittel industriell verarbeitet sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man die Insekten so ein bisschen irgendwo reinmischt als Ersatz für andere Proteinquellen, die nicht so nachhaltig sind. Ja, so und jetzt, liebe Gäste, wollen wir die Probe aufs Exempel machen. Wir wollen das Teil probieren und Sie sind jetzt herzlich eingeladen, mit uns aufzureißen, Sie in der Runde hier auch. Frau Professorin Arnett, Sie haben, glaube ich, auch einen da in Garmisch-Partenkirchen. Genau, wir essen den jetzt mal und er sieht nach Schokolade aus. Und Sie zu Hause, bitte, beißen Sie jetzt rein, probieren Sie und Sie kriegen von uns die nächste Frage auf dem Bildschirm. Wie schmeckt Ihnen dieser Insektenriegel? Er ist ja nicht komplett aus Insekten, er ist mit Insektenmehlanteil und ist kein Zucker drin. Also wir probieren jetzt hier auch mal, ich muss auch mal reinbeißen.
Noch rein. Okay. Was meinen Sie? Mal fragen in die Runde, wie finden Sie es? Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, da ist sind keine Mehlwürmer drin. Aber wer weiß denn, wie Mehlwürmer schmecken? Was meinen Sie, Frau Arnett? Mir schmeckt es, ja. Man kann immer noch über die Geschmackszusammensetzung, also ich meine, ich muss ja nicht immer den Apfelstrudelriegel essen, aber an sich. Also Sie finden es gut? Wie gesagt, ich habe da eh kein Problem mit. Mhm. Also was meinen Sie, Professor Sauer? Also ich würde es essen. Ich frage mich nur, ob man, also wie die Ökobilanz für Insekten ist im Vergleich zu eben anderen pflanzlichen Proteinquellen. Und da würde ich sagen, sind wahrscheinlich die pflanzlichen noch besser. Aber ich lasse mich überzeugen. In der Tat. Na gut, es geht ja um die pflanzliche Proteinquellen. Genau, ein Riegel aus Algen wäre von der Ökobilanz besser. Siehst du? Richtig. Hast du recht, Jörg. Also beim nächsten Mal, Frau Dr. Rosch, probieren wir deinen Riegel aus Algen. Aber ich finde den auch gut. Es schmeckt lecker. Interessant, ist kein Zucker drin. Ich frag mich, was es dann sonst ist, was den süß macht. Kann man ja mal reinlesen hier in die Inhaltsbeschreibung. Auf jeden Fall finde ich es eine gute Idee. Ja, vielen Dank in die Runde. Sie können ihn gerne auf. Ach so, genau, die Umfrage noch. Genau, ich muss ja noch das Ergebnis sagen, wie Sie den fanden. Einigermaßen könnte besser sein, sagen hier die meisten. 54% von Ihnen sagen, einigermaßen schmeckt er. Es könnte besser sein. 11% sagen, pfui Spinne. 13% sagen, sowas probiere ich nicht. Oder 30% sagen, super, den kaufe ich mir. Also ich finde auch, das ist ein sehr positives Ergebnis. Nur wenige haben gesagt, nein, den probiere ich gar nicht erst. Und das zeigt, dass mit Innovation und mit Forschung doch auch was Neues auf unseren Speiseplan kommen kann. Und wir prüfen dann später nochmal nach, ob da die Ökobilanz auch stimmt. Vielen Dank an die Runde. Sie, liebe Gäste, können unsere Talkgäste später noch befragen. Es wird im Anschluss an dieses Programm hier, an diese digitale Jahresfeier, noch digitale Themenlaunches geben. Und da sind unsere Talkgäste dann auch vor Ort. Und da können Sie mit Ihnen ins Gespräch kommen. Mehr zu den Themenlaunches nachher. So, wir kommen zu unserem nächsten Grußwort. Wenn wir uns hier in Präsenz treffen dürften, also so in großer Runde, nicht nur in kleiner, dann wäre sie wahrscheinlich auch gerne hier, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek. Hier ist ihr Grußwort. Sehr geehrter Herr Professor Hanselka, sehr geehrtes KIT-Präsidium, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am KIT, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pandemie fordert uns alle und die Hochschulen gehen jetzt in das dritte Online-Semester. Und ich kann mir vorstellen, was das für Sie alle bedeutet. Auf der einen Seite fürs Hochschulpersonal selbst, für die Studierenden, aber am Ende natürlich auch für den ganzen Forschungsbetrieb. Für Ihren solidarischen und vorbildlichen Einsatz darf ich an dieser Stelle einmal von ganzem Herzen Danke sagen. Ich danke Ihnen, dass Sie auch unter diesen super schwierigen Bedingungen weiterhin mit vollem Einsatz Lehre und Forschung ihre Zeit widmen. Denn beides brauchen wir, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Ein Beispiel ist das Thema dieser Jahresfeier, die Bioökonomie. Die Bioökonomie ist nicht nur ein wichtiger Schlüssel, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Sie bietet uns auch ganz neue Möglichkeiten, um in Zukunft Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen, gleichzeitig nachhaltiger zu wirtschaften und zu leben. Und dies gelingt zum Beispiel mit neuen Basischemikalien und synthetischen Kraftstoffen, mit klimafreundlichen Bauweisen oder auch mit neuen biobasierten Materialien. Und darum haben wir vor gut einem Jahr die nationale Bioökonomiestrategie veröffentlicht und das aktuelle Wissenschaftsjahr unter das Thema Bioökonomie gestellt. Am Ende sind es aber Sie, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Studierenden, die diese Vision in Wirklichkeit werden lassen. Wir wollen Ihnen dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und darum fördern wir auch das KIT so intensiv. Deswegen haben wir die Weiterentwicklung des KIT angestoßen. Bund und Land konnten Anfang Februar dieses Jahres gemeinsam die Verwaltungsvereinbarung hierzu unterzeichnen. Das war schon ein großer Kraftakt. Es galt, die rechtlichen Strukturen zu schaffen, die die legitimen Interessen von Großforschung und Hochschule gleichermaßen befördern. Und ich bin froh, sagen zu können, es ist uns gelungen. Wir haben nun die Voraussetzungen geschaffen, um die Großforschungs- und Universitätsteile des KIT enger zusammenzuführen.
Und künftig können sich jetzt alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäts- und Großforschungsaufgaben gleichermaßen beteiligen. Ich glaube, dass wir damit einen ganz wichtigen Schritt zur Vollendung der KIT-Einheit angegangen sind. Liebe Teilnehmer der KIT-Jahresfeier, ich hoffe sehr, dass Sie diese Einheit in naher Zukunft auch leben können und gemeinsam in einer Institution vor Ort digital außeruniversitäre und universitäre Spitzenforschung mit exzellenter akademischer Ausbildung verbinden können. So wird das KIT mehr denn je ein Kristallisationspunkt für umfassende Innovationen. Sofern es die äußeren Umstände zulassen, werde ich mir im Sommer dieses Jahres ein persönliches Bild von den Entwicklungen am KIT machen. Ich freue mich schon jetzt darauf, Sie alle wiederzusehen. Und heute darf ich Ihnen zunächst eine erfolgreiche Jahresfeier wünschen. Herzlichen Gruß aus Berlin. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Lehre und Lernen hat sich in den letzten 12 Monaten ziemlich verändert. Viele von Ihnen, die lehren, sie wissen, wie schwierig das geworden ist, nicht mehr in einem Raum sein zu können und im Präsenz-Lehrgespräch Wissen zu vermitteln und wie anstrengend das auch sein kann, online zu lehren. Ja, ich leite ein Weiterbildungsinstitut. Sie können mir glauben, meine Lernkurve in Sachen Digitalisierung und Didaktik war in den letzten 12 Monaten echt auch ziemlich steil. Oder Sie sind Eltern und haben plötzlich wieder Ihre studierenden Kinder zu Hause. Oder wenn Sie jüngere Kinder haben, haben Sie sie vielleicht im Homeschooling. Das letzte Jahr, das war echt ein verrücktes Jahr und es war ein anstrengendes Jahr. Wie die Lehre im Corona-Jahr am KIT verlief, darüber möchte ich mich jetzt mit Professor Wanner unterhalten. Er ist Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten. Hallo, Herr Professor Wanner. Hallo, Frau Krieger. Wie haben Sie das eigentlich geschafft, so von heute auf morgen von Präsenzlehre auf digitale Lehre umzustellen? Naja, also vor jetzt 13 Monaten, als sich abgezeichnet hat, dass die Lehre nicht so weitergehen kann wie normalerweise mit vielen Menschen gleichzeitig auf den Campus und in den Räumen, haben wir relativ schnell erkannt, dass wir natürlich viel umstellen müssen, aber dass wir die Expertise auch im Haus haben. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Think Tank gegründet, eine Gruppe von etwa 10 Expertinnen und Experten, die innerhalb von wenigen Tagen Vorschläge und Konzepte entwickelt haben, wie wir diese Umstellung meistern, flache Hierarchien, kurze Wege und wir waren dann sehr mutig und entschlossen, was die notwendigen Weichenstellungen anbelangt. Und dann konnten wir ungefähr 4 Wochen später wirklich praktisch vollständig in ein digitales Sommersemester 2020 starten. Was waren so die größten Herausforderungen, die Sie meistern mussten hier am KIT? Also bei dieser Startzeit war es tatsächlich die Auswahl der richtigen Instrumente und Verfahrensweisen. Man musste eben ein führendes Learning Management System sozusagen implementieren und viele aufrüsten sozusagen. Im Laufe der Zeit sind noch viele neue Herausforderungen dazugekommen. Da ging es natürlich vor allem um Hygienekonzepte bei den Dingen, die wir in Präsenz machen. Aber auch, sage ich mal, das Management, das Jonglieren mit sozusagen Flexibilität und Agilität auf der einen Seite zur Krisenbewältigung und Planungssicherheit für die Studierenden und Lehrenden auf der anderen Seite, da ist ein bisschen ein Spannungsfeld. Das musste man natürlich bearbeiten. Da war viel Kommunikation, viel Partizipation, Transparenz erforderlich, um das irgendwie auf Kurs zu halten. Wo lässt man eigentlich 700 Klausuren im Semester unter Corona-Bedingungen schreiben? Ja, die eigenen Räume sind dafür zu klein, die erweisen sich unter Corona zu klein und dann musste man natürlich weitere Räume hinzunehmen. Unkonventionelle Orte, an denen wir bisher nie Klausuren geschrieben haben, die Sporthalle des KIT in der Mensa, die war immer schon in Benutzung, aber die haben wir viel stärker genutzt. Dann aber auch externe Räume der Karlsruher Messegesellschaft, bis hin zur DM-Arena. Und wir haben jetzt schon seit einem Jahr ein Großzelt auf der Campuswiese stehen, das sozusagen unser Arbeitspferd ist in der Hinsicht. Wie groß ist das? Wie viele Quadratmeter fasst das? Die Quadratmeter weiß ich nicht, aber unter sozusagen und die Randbedingungen, was die Hygienevorschriften anbelangt, haben sich immer so ein bisschen geändert. Zurzeit können wir da 200 Prüflinge gleichzeitig haben. Aha. Es waren aber letzten Sommer eher 300. Ja. Aha. Insgesamt haben Sie ja 25.000 Studierende hier am Campus. Wie erleben die Studierenden gerade? Also ich glaube,
Sie erleben das Studieren natürlich auch als außergewöhnliche Situation, wie wir alle in allen Lebensbereichen. Sie anerkennen sehr, dass das KIT doch sehr viel tut, um den Studienfortschritt auch unter diesen Bedingungen zu ermöglichen. Aber es sind natürlich auch Schwierigkeiten da. Ist gar keine Frage. Viele Studierende leiden auch unter der Situation. Das geht ja jetzt schon sehr lange. Und es ist auch noch nicht richtig klar, wann sich das auflöst, wieder in Richtung mehr Normalität. Hängt sicherlich auch von den individuellen Lebensverhältnissen und so weiter ab. An der Stelle muss man auch sagen, dass unsere Fachschaften und die Hochschulgruppen auch in dieser Zeit sehr aktiv sind und alles tun, was man eben unter den gegebenen Bedingungen tun kann, auch die Studierenden trotzdem zu vernetzen und in sozialen Kontakt zueinander zu bringen. Wenn Sie online lehren, braucht man ja ganz andere didaktische Kompetenzen. Ja, Sie können ja nicht eine Vorlesung vor der Kamera genauso halten wie im Lehrsaal. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Lehrenden so schnell mit den didaktischen Kompetenzen auszustatten für die Online-Lehre? Also da muss man sagen, da haben wir ja nicht wirklich bei Null begonnen. Es gibt das Netzwerk Digitalisierung, an dem wir mitwirken und eben auch am KIT seit mittlerweile 6 Jahren ein Zentrum für mediales Lernen und eine hochschuldidaktische Arbeitsstelle, die für E-Learning schon Konzepte und Schulungsmaterialien und so weiter aufgebaut hatten vor Corona. Und das konnte jetzt natürlich in dieser Situation gut eingesetzt werden und verfügbar gemacht werden. Eine ganz wichtige Rolle hat aber auch gespielt, dass die Lehrenden sich untereinander in dieser Situation sehr stark vernetzt haben. Wir haben viele geschildert, dass sie sich selten so viel untereinander über Lehre ausgetauscht haben wie jetzt. Einfach auch, um die gegenseitigen Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, das hat und auch das Feedback von den Studierenden, das ja am KIT regelmäßig eingeholt wird, wurde auch in dieser Situation eingeholt. Natürlich auch wieder mit digitalen Methoden, sodass die Lehre jetzt über das Jahr auch immer weiterentwickelt werden konnte. Also mittlerweile läuft das alles schon sehr rund. Und wenn Sie sagen, Sie holen das Feedback ein, was sagen die Studierenden? Naja, sie geben ein ganz konkretes Feedback, womit sie Probleme haben, was schwierig, also sowohl didaktisch als auch technisch als auch, und das ist natürlich divers. Ach so, das ist jetzt nicht so ein globales Feedback, wie findest du die Lehre am KIT, sondern das ist eher so konkret auf... Das ist lehrveranstaltungsbezogen, ach so, okay. Das machen wir mit allen Lehrveranstaltungen KIT und auch das ist natürlich gelungen in dieser Krise sozusagen, dass man von den hauptsächlich papiergebundenen Verfahren, die bisher hier eingesetzt wurden, relativ schnell umgestellt hat auf online-basiertes Verfahren, sodass auch jeder Lehrende, jede Lehrende dieses Feedback einholen kann, strukturiert und sozusagen auch hilfreich dann für die. Und daran wachsen kann letztendlich, ne? Genau. Feedback ist ein Geschenk. Genau. So anstrengend es auch war, dieses ganze letzte Corona-Jahr. Mit Blick zurück, Herr Professor Wanner, was möchten Sie nicht mehr missen? Naja, also auch ich wünsche mir natürlich, dass wir bald wieder in den ganz normalen sozialen Kontakt treten können. Aber ich glaube, wir haben jetzt in dieser Phase viel dazugelernt an Arbeitsweisen, an Methoden. Ich denke gerade zum Beispiel der Einsatz von Videokonferenzsystemen ist ja etwas, was praktisch nicht mehr wegzudenken ist. Und das würde ich auch für die Zeit danach nicht mehr missen wollen. Ich glaube, die Kunst wird darin bestehen, das Beste aus beiden Welten irgendwie so zu kombinieren, dass dadurch wirkliche Mehrwerte entstehen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Gäste. Und wir wollen Ihnen mal zeigen, wie die digitale Lehre am KIT in Aktion lief. Und wir wollen Ihnen diejenigen zeigen, die es ganz besonders gut gemacht haben. Es sind nämlich die Träger der Fakultätslehrpreise 2021. Diese Fakultätslehrpreise werden schon seit 2007 vergeben. Und sie sind mit 10.000 Euro dotiert. Und dieses Geld muss wieder in die Lehre fließen. Film ab. Ich entwickle meine Vorlesungen ständig weiter. Ich möchte meine Studierenden motivieren, sich für das Thema zu begeistern und sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Meinen Studierenden zeige ich gerne, warum sie den Stoff überhaupt lernen und welchen Bezug diese zu ihrer Karriere in der Forschung oder in der Industrie hat. Studierende führen wir früh an die Forschung heran.
Sie lernen in interdisziplinären Projekten viel über die Simulation von Strömungen. Ich befähige die Studierenden dazu, verantwortungsvoll unternehmerisch tätig zu sein. Besonders wichtig ist mir Forschung mit Internationalität und handlungsorientiertem Lernen zu verbinden. Es genügt nicht, dass Studierende Sachverhalte über Vorlesungen nachvollziehen. Erst in der Implementierung kommt der Aha-Effekt. Das sind die Momente, über die ich mich am meisten freue. Mir ist es wichtig, Studierende individuell zu betreuen. Mein Ziel ist es, dass sie Fragestellungen der Botanik selbstständig bearbeiten. Studierende brauchen auch praktische Erfahrungen und nicht nur Theorie im Hörsaal. Sie müssen die Materialeigenschaften von Holz begreifen. Wir kümmern uns darum, dass die Erstsemester gut ankommen. Durch persönliche Hilfe motivieren wir alle Studierenden der Informatik, ihr Studium durchzuziehen und nicht aufzugeben. Unsere Studierenden müssen vor allem in der Situation, wenn es keinen persönlichen Kontakt gibt, das Gefühl haben, optimal betreut zu werden. In der Pandemie braucht es über Nacht neue Möglichkeiten als virtuelle Alternative zum Hörsaal und Seminarraum. Studierende brauchen auch Poolräume zum Arbeiten. Diese müssen ständig an neue Herausforderungen angepasst werden. Meine Lehre knüpft an die digitale Lebenswirklichkeit der Studierenden an. Neue Medien ermöglichen auch neue Formen des Lernens. Wir schärfen den Blick der Studierenden, damit sie ihre Umwelt neu begreifen und mit den Mitteln der Architektur gestalten können. Das KIT zeichnet jährlich herausragende Leistungen in der Lehre aus. Pro KIT-Fakultät werden dabei Einzelleistungen oder besondere Verdienste als Team ausgezeichnet. Lehrende arbeiten ständig daran, ihre Vorlesungen zu verbessern. In der Lebensmittelbiotechnologie motivieren digitale Möglichkeiten der Interaktion die Studierenden. Persönliches Feedback holt sie auf ihrem jeweiligen Wissensstand ab. Durch aufgezeichnete Vorlesungen lernen Studierende im selbstbestimmten Tempo. Sie bekommen praktische Erfahrungen, indem sie beispielsweise eigene elektronische Schaltungen aufbauen und die Fragen in Live-Sessions diskutieren. Interkulturelle Kompetenzen erwerben Studierende aus China und dem KIT in gemeinsamen, simulierten Gründungsprojekten. Die Zusammenarbeit findet in digitalen Räumen statt. Das Erleben des jeweils anderen Landes vermitteln die Studierenden während der Pandemie durch selbstproduzierte Videos. Die Lettis-Boltzmann-Gruppe konfrontiert mit aktuellen Fragestellungen Studierenden früh mit Forschungstätigkeiten in der Simulation von Strömungen. Die Studierenden werden in die Gruppe integriert und individuell von Doktoranden betreut. Übungen vermitteln mathematische Grundlagen der maschinellen Bilderkennung und Bearbeitung. Studierende bereiten Daten auf und setzen Algorithmen in Code um. Darüber hinaus regt das Lehrteam sie dazu an, eigene Lösungen zu erarbeiten. Im Praktikum Pflanzenphysiologie ist der direkte Kontakt besonders wichtig. Unter Berücksichtigung besonderer Hygienevorkehrungen fand das Praktikum auch im Lockdown statt. In kleineren Gruppen genossen die Studierenden sogar eine individuellere Betreuung. In Exkursionen und im Labor begreifen Studierende die Eigenschaften von Holz. Im Wald erfahren sie, wie ein Baum wächst und so die Holzeigenschaften beeinflusst. Im Labor, wie sich Holz verhält und weiterverarbeitet wird. Den Studienbeginn erleichterte diesmal eine komplett virtuelle O-Phase. Livestreams stellten den Erstkontakt zu Dozierenden her und das Kennenlernen fand online in Gruppen statt. Auch sonst hilft die Fachschaft durch die Pandemie, mit einem Prüfungsprotokoll versandt und mit dem Outdoor-Verkauf von früheren Klausuren. Nicht immer sichtbar ist die Organisation von Lehre. Klare Informationen sorgen dafür, dass Studierende in jeder Situation das richtige Lehrangebot finden, auch in besonderen Zeiten. Technische Möglichkeiten für die Lehre erproben und bereitstellen, das erfordert Engagement und Erfindungsreichtum. Die Poolräume für die Studierenden an die ständig neuen Anforderungen anzupassen, erfordert vielfältige Kompetenzen. Studierende lernen über Hochschulgrenzen hinweg im digitalen Raum gemeinsam. Sie vernetzen sich über soziale Medien untereinander und tauschen sich mit Experten außerhalb der Universität aus. Im Studio entwerfen Architekturstudierende Gebäude, die sie multimedial präsentieren.
Zudem analysieren, zeichnen und modellieren sie Referenzbauten, die sie in ein öffentliches, interaktives Online-Archiv stellen. Alle Geehrten machen mit ihrem Engagement die Lehre des KIT herausragend. Dies würdigt das KIT mit der Verleihung der Fakultätslehrpreise. Herzlichen Glückwunsch an alle 22 Preisträger aus 11 Fakultäten. Bei mir ist jetzt wieder Professor Hanselka. Wir haben jetzt hier heute die erste virtuelle Jahresfeier vom KIT erlebt. Wie ging es Ihnen mit diesem neuen Format? Es ist ein neues Format. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ein Teil hatte ich eine aktive Rolle, den anderen Teil habe ich vor dem Bildschirm gesessen. Und es macht einfach Spaß, auch zuzugucken. Es fehlt uns natürlich das Miteinander, aber das hat was, ohne Frage, ja. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, mein Kollege Alexander Wann hat es eben auch gesagt, wir werden vieles davon in die neue Welt mit rüber retten, weil das hat ja, es hat ja etwas. Und ich kann mir auch eine echte analoge Jahresfeier im Jahre 2022 vorstellen, wo wir eben viele digitale Zuschaltungen haben. Und diese Mischung, die wird es in Zukunft sicherlich ausmachen. Eben, und dann erreichen Sie noch mehr Menschen mit Ihrer Wissenschaft, mit Ihren Leistungen hier. Das ist das Ziel, genau. Was hat Sie überrascht? Um ganz ehrlich zu sein, nichts. Also ich weiß ja, dass ich ein hervorragendes Team am KIT habe. Die haben mir gesagt, da geht nichts schief. Es ist bisher nichts schief gegangen. Hoffen wir, dass auf der Zielgeraden jetzt nichts daneben läuft. Und das, was natürlich sozusagen dahinter ist, sind diese ganzen Formate. Es sind die Möglichkeiten, in die einzelnen Räume zu gehen. Wir haben ja nachher auch noch die Möglichkeit, in die Chaträume zu gehen, um mit den einzelnen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern in Kontakt zu kommen. Das ist einfach also eine echte Überraschung. Nein, ich war ja vorbereitet. Und dass es geklappt hat, ist am Ende doch immer schön. Sie können wir ja da auch treffen in diesen Chat. Ja, selbstverständlich. Freue ich mich schon drauf. Ja. Wenn Sie an morgen denken und an die Zukunft, worauf freuen Sie sich am meisten? Also morgen ist noch Pandemie. Wenn ich an die Zukunft denke, muss ich sagen, nächste Jahresfeier 2022 möchte ich, dass wir uns wieder treffen, dass wir uns wieder sehen und nach der Jahresfeier nicht in Chat gehen, sondern uns dann sozusagen zu einem gemeinsamen Buffet treffen. Aber das, was jetzt ansteht, und wir haben vorhin darüber gesprochen, wir müssen die Exzellenz weiterentwickeln, wir müssen uns jetzt schon wieder vorbereiten auf die nächste Exzellenzinitiative, die Helmholtz-Forschung. Wir sind gerade im ersten Jahr der nächsten programmorientierten Förderung. Wir müssen uns auf die Zwischenbegutachtung vorbereiten. Die Sportler sagen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, nach der Begutachtung ist vor der Begutachtung. Also es geht kontinuierlich weiter. Größte Aufgabe für uns, ohne Frage, und da hatte vorhin auch Frau Ministerin Bauer, Frau Ministerin Karliczek darüber gesprochen und Herr Kaschke auch, wir müssen das KIT-Gesetz, was uns jetzt geschenkt worden ist, müssen wir in die Tat umsetzen. Das ist unsere Aufgabe. Also es gibt alle Hände voll zu tun. Ich freue mich riesig drauf. Ja, und wir laden Sie, liebe Gäste, jetzt zum Abschluss nach dem Programm in die digitalen Themenlaunches und in den Chat ein. Professor Hanselka hat es gerade gesagt, er selbst wird auch da sein. Professor Wanner wird da sein. Unsere Talkgäste von vorhin aus der Runde zur Bioökonomie werden dort sein. Und noch viele, viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom KIT. Wenn Sie zurück in die Lounge gehen, in diese virtuelle Lounge, dann sehen Sie, wo es da die Eingänge zum Chat und den digitalen Themenlaunches gibt. Also gehen Sie da direkt jetzt gleich im Anschluss ans Programm hin. Es wird garantiert spannend und Sie können sich gut austauschen dort mit den Expertinnen und den Experten. Ja, an der Stelle verabschieden wir uns von Ihnen. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2021, einen schönen Nachmittag noch und bleiben Sie gesund. Das letzte Wort hat der Präsident. Ich hatte das erste. Ein herzliches Dankeschön an die tolle Moderation. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben und insbesondere an unsere Gäste. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und im nächsten Jahr hoffentlich wieder in echter Welt. Auf Wiedersehen. Tschüss. So.